Seit heute Morgen 6 Uhr durchsuchen wir hier das Wohnheim am Pollerholzweg. Hintergrund sind zahlreiche polizeiliche Ermittlungsvorgänge in den letzten Monaten. Hauptsächlicher Hintergrund hier sind Eigentumsdelikte, Wohnungseinbruchsdiebstahl, Taschendiebstahl und Trickdiebstahl. Zielgruppe sind hier 2/3 der Bewohner, die ursprünglich aus Ex-Jugoslawien kommen und für uns vorwiegend interessant sind. Wir überprüfen heute, sind die Personen, die hier gemeldet sind, auch auffällig und können die sich entsprechend ausweisen. Personen, die sich nicht ausweisen können oder hier nicht gemeldet sind, die werden wir entsprechenden Kontrollen zufügen, Identitätsfeststellung und dann entsprechend weitere Ermittlungen veranlassen. Bis zum jetzigen Stand haben wir eine Person angetroffen, die hier als Besucher in einer Wohnung geschlafen hat. Die hatte einen Haftbefehl offen und ist festgenommen worden.